Das erste Spiel vom VfL Osnabrück in der neuen Saison. Alle Einstellungen sind gemacht. Die Spieler wurden nochmal eingestimmt aufs Spiel. Dann kann es auch schon losgehen. Auch 3D eingestellt. Moment. Ich glaube, die Interviews aus. Ach Quatsch. Ihr sollt heute Gras fressen. Macht sie fertig. Das erste Testspiel. Stellung machen. Wiederholung. Ja. Machen wir auf Stufe 2, damit das nicht zu lange dauert. Erster Angriff, 100% Ballbesitz. Okay, das wird es weniger sein. Schöner Angriff über außen. Rechts außen rein. Oh, leider abgefangen. So eine herrliche Abseitsstellung. Vielleicht doch ein bisschen hoch. Uh-oh. Aber, oh, der Keeper hält. Wahnsinn. Aslan über außen. Schöner Pass nach vorne und wieder abgefangen. War das denn? Na, da sieht man jetzt auch viel vom Abseits. Ob das wirklich Abseits war, wage ich zu bezweifeln. Schön den Ball erobert. Und da ist er frei. Aslan rein. Rein damit. Oh. Schlechte Flanke. Ball kommt wie ein Bumerang zurück. Heider im Strafraum und knapp daneben. Schade. Und gleich den Ball erobert. Kurz nach dem Abstoß. Spiel ihn rein. Aslan, was machst du denn da, ey? Was ist das denn für eine Pfeife? Ein klares Abseits. Schön die Abseitsfalle aufgemacht. Schön den Ball erobert. Groß über außen. Der Pass auf Aslan. Der verliert schon wieder den Ball. Ob ich noch ein bisschen rechts außen kriege. Und dann macht er das Tor. Okay. Ah. Vielleicht sollte ich da öfter mit drohen. Schönes Ding. In die Mitte gezogen. Und dann rein in den Winkel. Ah, rein Ring. Wird besser laufen können. Echo, schnapp dir den Ball. Sehr schön den Ball erobert. Ding nach vorn, über die Außen, beim Ring mit dem Pass in die Mitte und Heider wird gefoult. Klares V-Spiel. In die Mauer, was war das denn? Die einzustellen, kleine Nummer machen. Och, Aslan, was machst du denn da? Kurz in die Einstellung, Aufgaben. Freistoß aufs Tor. Ja, auch wenn Aslan es nicht so drauf hat. Machen wir es mal so. Beiden Außen sollen rechts die Freistöße machen. Der Killer vom Tor ist Aslan anscheinend eh nicht. Gut. Ecken. Ja, noch kurz einstellen. Richtig. Das ist auch richtig. Gut. Weiter geht's. Weiter und 2-0. Schön gemacht von Aslan über rechts. Keine Chance für den Keeper.
einfach den Ball vom Fuß geklaut. Aslan wieder über rechts. Tüting. Und das war nix. Erste Ecke. Flach reingegeben. Aslan erobert den Ball. Und spielt einen Fehlpass. Tüting wieder Balleroberung. Oh, der war zu lang. Das war nix. Aslan groß, wieder auf Aslan. In die Mitte zu Haider. Was machen die denn da? Und Halbzeit. Ein Torschuss bisher. Damit kann man leben. Ich bin noch nicht so fit. Erstmal für wichtige Spielergespräche. Das heißt ja, meinen Assistenten machen. In der zweiten Halbzeit sollen die mal richtig aufdrehen und mal ein bisschen Gas geben. Der von beiden kann auch auf dem Außen spielen. Safran. Da kommt Safran für Aslan rein. Enga für Haider. Rennecke für Reimring. Und Falkenberg ab hier. Groß darf auch eine Pause machen. Und lässt das mal so. Auf geht's in die zweite Halbzeit. Schöne Ball erobert vom Enga und gleich wieder verloren. Was war das denn? Oh, war es doch ein Fehler, ihn einzuwechseln? Einige gleich mit der Ballerung. Menga, schöner Pass. Und wieder den Ball verloren. Und zurück erobert. Das war der Abseits gerade. Ah, Glück gehabt. Zweite Ecke. Hier sieht er flach rein. Oh, schwerer Fehler vom Torwart. Und dann trifft er das Tor freistehend. Oh Gott. Ein paar mehr Tore hätten hier schon gern fallen dürfen. Und da ist das Tor. Safran macht sein erstes. Die scheinen Halbzeit doch zugehört zu haben. Da sieht man auch die Geschwindigkeitsunterschiede. Ah, schönes Ding von Menga. Er hebt den Arm, will den Ball haben. Keine Chance vom Torwart. Schön unten in die Ecke rein. Nach vorn geholzt. Ach, Rennecke, mach doch nicht so einen Alleingang. Genau, gib den Ball ab. Tüting, nach außen. Boah, schweres Foul, das hätte rot geben müssen. Von hinten in die Beine. Eigentlich landen alle Bälle bei den Lila-Weißen. Oh, schöne Parade. Echo gibt das Signal. Geht den zum Gegner. Oh, da sind wir links. Der Echo rennt wie ein CE am Gegenspieler vorbei. Was macht Rennecke da? Oh, der Ball geht ins Aus. Da renne ich schnell weg, oder wie? Mann, Mann. Noch mal gucken. Eine Auswechslung tätigen müssen. Falkenberg könnte raus. Da kann ich Schulz reinbringen. Lehmann könnte ich mal Sturm. Obwohl, nee. Menga ist ja gerade reingekommen. Nein. Heute nicht. Schönes Foul. Jetzt gibt's auch endlich mal eine gelbe Karte, auch wenn es ein Testspiel ist. Das war nicht schön. Schulz kommt rein. Flanken. Nicht so prall.
Jetzt hat da hinten mal Safran, glaube ich, aufgeräumt. Weil da eigentlich gar nichts war. Warum es da Gelb gibt, das ist mir ein Rätsel. Enger greift gleich an. Schon wieder ein Wechsel bei Opphausen. Oh. Aber er holt den Ball zurück und spielt ihn in die Arme des Torhüters. Kann eigentlich pünktlich abpfeifen. Osnabrücker sehen nicht so aus, als ob sie nochmal ein Tor schießen wollen heute. Spielen den Ball eh immer nur zum Torhüter. Ja, schöner erster Testspielsieg. Gefällt mir. Zu Null. Hervorragend. Nur einen gegnerischen Torschuss zugelassen. Der war noch ungefährlich. Ballbesitz ist ein bisschen niedrig. Ich glaube, das war das 1:0. Schön Tor bei. Gut rausgespielt, aber die Abwehrspieler waren auch einfach zu langsam. Schöne Chance. Super Flank auf Safran und den hätte er auch noch gehalten. Gucken wir uns mal die Statistiken an. Ansprachen beide sehr erfolgreich gewesen. Ja, wir waren halt klar stärkere Mannschaft. Hat man dann auch gesehen, warum wieder andere Ball besitzen. Vielleicht für die Halbzeit war das vorhin. Könnte sein. Ein Testspiel, so viel Zuschauer, überrascht mich. Dann gucken wir beim nächsten Mal das erste Spiel gegen Bremen 2.